Good evening, ladies and gentlemen. Was ich über Hater denke, erklärt euch jetzt der Nixus. Das ist Nixus. Nixus ist ein männliches Meerschweinchen, das bei Anja wohnt. Und der Nixus ist zuletzt hinzugekommen. Er hat nämlich 3 Mädels. Und er ist extra für diese 3 Mädels eingestellt worden. Man kann das schon so sagen, weil der Nixus hat nämlich einen Job, was die anderen Meerschweinchen nicht haben. Die sind einfach nur da, weil sie schön sind und weil sie niedlich sind und um halt so vor sich hin zu fressen. Der Job von Nixus ist, dafür zu sorgen, dass die anderen 3 Damen nicht zickig sind. Und zwar, was ich vorher nicht wusste und was mich super erstaunt hat, als die Anja mir das erzählt hat, ist, dass Meerschweinchendamen super zickig werden, wenn die niemanden haben, der sie bumst. Naja, ich meine, das ist irgendwie ein komisches Thema, aber ich musste so lachen. Das bedeutet, der Nixus ist als Bumsmatrose eingestellt worden. Und der muss da jetzt immer quasi dafür sorgen, dass gute Stimmung im Team ist. Und ja, im Team, ne? Passt total gut. Hallo? Wie auch immer, ich schneide das jetzt mal nicht. Ich lasse das einfach so, wie es ist. Jetzt fragt ihr euch, was haben dann jetzt der Bumsmatrose und die zickigen Meerschweinchen mit den Hatern zu tun? Ich verrate euch das. Für mich sind die Hater ganz oft wie diese Meerschweinchen. Das heißt, wenn es um die weiblichen Schnecken geht, die dann da immer irgendwas reinschreiben wie hässliche Fratze und sonst noch was, da weiß ich, denen fehlt auch der Bumsmatrose. Zumindest ist es das, was ich dann immer denke, weil dann muss ich darüber lachen, dass die so, sag ich mal, tja, ein bisschen benachteiligt sind vom Leben. Die meisten können doch nicht mal schreiben. Naja, zumindest nicht korrekt. Und bei den männlichen Hatern, da denke ich, die hätten gerne den Job von Nixus. Aber da sie selber so vom Leben benachteiligt sind, gibt es da leider weder ein Einzelindividuum noch eine Herde, die diesen Job geben will. Wisst ihr Bescheid? Also so haben euch die Meerschweinchen von Anja erklärt, warum ich ganz viele Hater-Kommentare einfach nicht lösche. Und das ist letzten Endes Mitleid. Na gut, manchmal habe ich auch einfach Spaß, die so ein bisschen zu verarschen und zu machen, dass die halt wiederkommen, indem ich denen doofe Sachen schreibe, weil die gucken ja dann trotzdem nochmal mein Video an und dann habe ich noch ein View mehr. Nicht, dass es so um Views geht, aber irgendwie finde ich das so lustig, dass der andere halt denkt, der tut mir jetzt da was voll Schlimmes und eigentlich denke ich, yo Baby, du warst da, klick mich richtig, ganz egal wo. Dann wollte ich euch sagen, die Hell Week kommt bald und die Hell Week wird eine Herausforderung einerseits für Leute, die in Dortmund sind und die live vor Ort mitmachen wollen. Dazu ist es notwendig, ein paar Mal mit mir trainieren zu wollen und sonst nichts. Das ist ein einwöchiges, nein, Experiment ist es nicht, ich weiß ja, dass es funktioniert, habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und das ist so einerseits gut zum Hardcore abnehmen, aber vor allen Dingen geht es dabei um den Kopf. Das heißt, um die Motivation, wie halte ich etwas durch, egal was. Gut, dann würde ich sagen, bis morgen. Bye bye.
Heute erwartet euch ein Labervideo. Wenn ihr es nicht frech mögt und irgendwie ein bisschen schwachsinnig, dann könnt ihr jetzt abschalten. Es geht nämlich einfach nur darum, ein bisschen über die Hater zu quatschen. Nicht, weil ich schon immer drüber quatschen möchte, ich mache mit denen im Regelfall, was ich möchte, sondern weil viele von euch gefragt haben, warum lässt du die in diesen Videos drin? Weil ich habe so ein paar Videos, die gucken sich regelmäßig ganz, ganz viele Leute an, selbst wenn ich die Videos blöd und alt finde, aber manchmal kann man nichts daran machen, was die sich angucken. Und da kommen halt auch viele freche Kommentare oder welche, die so komplett daneben sind. Und manchmal verhalte ich mich dann auch ein bisschen komplett daneben und manchmal auch nicht.